history is always a question of perception. Uh-huh. So you, whenever you read history, any kind of history, it is always perception. Right. There's always a tendency, unbeknownst or beknownst to the writer. Right. And you have to read the historical context, and you have to read the mood of the time, and you have to understand the argument within the context of the time. Right. So then it becomes fascinating. Right. Because you have the whole world. You can look at the whole world of what's happening. You have the full context. You will never have the full context. That's an illusion. But you can get snippets of it. Am Anfang unserer Betrachtungen muss eins klar sein. Und da sollte es kein Missverständnis geben. Es gab kein Mittelalter. Das ist nur eine legitime und nützliche Betrachtungsklammer, die wir aus der Zukunft blickend auf die Vergangenheit anwenden. Aber die Menschen damals haben nicht gedacht, sie würden in einem Mittelalter leben. Und wenn wir schon von einem Mittelalter sprechen, so müssen wir verstehen, dass damit eine Zeitperiode gemeint ist, die gut 800 Jahre umfasst. Somit ist es wichtig zu lernen, dass der Blick auf das 9. Jahrhundert ein gänzlich anderer ist, als der Blick auf das 11. oder auf das 15. Jahrhundert ist. Uns interessiert an dieser Stelle nur das 11. Jahrhundert, an dessen Ende eben die Kreuzzüge ihren Anfang genommen haben. Wie unterschied sich also das 11. Jahrhundert von den vorangegangenen? Es scheint, als ob das 11. Jahrhundert von der Neuordnung aller Dinge beseelt war. Die alten Stammeskulturen verschwinden in diesem Jahrhundert endgültig von der Bildfläche, ersetzt durch neue, durch größere Strukturen. Von dem einst mächtigen Reich der Karolinger ist nichts mehr übrig, außer eine Erinnerung, die sich in regionalen Bezeichnungen wie Franken, Frankreich oder Lothringen fortsetzt. Am Anfang des Jahrhunderts, unbemerkt von der Weltgeschichte, erreicht der Wikinger-Anführer Leif Erikson Amerika und gründet dort im Küstengebiet Siedlungen. Er nennt diese Region Wienland. Zur selben Zeit gründen in Ägypten die Fatimiden eine neue Universität und nennen sie Dar al-Hikma, das Haus des Wissens. 1035 stirbt Knut der Große und das einst mächtige Nordreich der Dänen zerfällt in kleine Fürstentümer. Die lange Ära der Fernlenkung Britanniens durch die Skandinavier ist damit zu Ende, doch ein anderes Nordvolk wird bald ihren Platz einnehmen. Das 11. Jahrhundert markiert auch den Höhepunkt eines osteuropäischen Phänomens, das wir als die Kiewer Rus bezeichnen und das eines Tages Russland und Ukraine heißen wird. Und in 1054 findet das große Schisma statt, die endgültige ideologische Trennung einer lateinischen Westkirche und einer griechischen Ostkirche. Eine Trennung, die bis heute dauert und, wie man bei aktuellen Papstbesuchen im Osten sehen kann, noch immer mit einer Menge Kühle behandelt wird. Doch 40 Jahre nach diesem Schisma sollen sich Kaiser Alexios und der Papst Urban II. Als Brüder begegnen und sich auf eine gemeinsame Stärke gegen die Moslems einschwören. Der Umgang zwischen Ost- und Westeuropa wird nicht immer so freundlich bleiben. Man muss sich Zentraleuropa im 11. Jahrhundert als eine Gemeinschaft vorstellen, die zwar nicht voraussehen kann, wohin die Reise führt, doch es ist ein Verständnis in der Luft. Ein Verständnis dafür, dass dies ein Aufbruchszeitalter ist, dass gerade Dinge etabliert werden, die langen Bestand haben sollten. Es ist eine Ära, in der Ideen verfestigt werden. Gleichzeitig aber findet außerhalb dieser Region eine beunruhigende Bewegung statt. Hier vor allem ausgelöst durch die unbändigbaren Seldschuken, die zunehmend in Gebiete vorrücken, die bis dahin entweder von Arabern oder von den Byzantinern kontrolliert wurden. Doch die großen Aufsteiger und Unruhestifter dieser Ära heißen die Normannen. In 1054 greifen die Normannen nach der Insel Sizilien, die zu diesem Zeitpunkt von den Arabern beherrscht wird. Unter Robert Guiscard wird in kürzester Zeit nicht nur Sizilien, sondern auch Süditalien erobert. Die Normannen kontrollieren nun das westliche Mittelmeer. Nur wenig später landet Wilhelm der Eroberer in England und verändert damit nachhaltig die historische Entwicklung der Insel zu einem Großbritannien hin, wie wir es heute kennen. Dies markiert auch den Aufstieg des Rittertums zu einer mächtigen Volksschicht innerhalb des Gemeinwesens. Rom ist von den Unternehmungen der Normannen im Mittelmeer fasziniert. Da scheint es tatsächlich eine Gruppe zu geben, die so mutig und so unverdrossen ist, dass sogar die Araber vor ihnen weichen.
Man ist bereit, sie gewähren zu lassen und noch eine Weile anzusehen, wohin das führt. Eines der berühmtesten Ereignisse dieses Jahrhunderts ist natürlich der Investiturstreit zwischen König Heinrich IV. Und dem Papst Gregor VII. Der Investiturstreit reichte allerdings über diese beiden Schlüsselpersonen hinaus und beschäftigte für viele Jahre beinahe jeden Adeligen, doch sicherlich jeden Kirchengelehrten. In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts fand eben eine mühsame, doch eine notwendige Ordnung der Machtverhältnisse statt, zwischen der herrschenden Aristokratie und der Kirche. Schon immer waren es die Bischöfe in ihren Bistümern gewesen, die nicht selten eine größere Gestaltungskraft besaßen als der eigentliche Adel. Die Bischöfe waren häufig gebildeter und sie hatten auch den unübersehbaren Vorteil, offizielle Boten der göttlichen Bestimmung zu sein und als die Beschützer des Volkes zu gelten. Und damit hatten sie auch einen besseren Draht zur Bevölkerung. Für den hohen Adel war es somit von immenser Wichtigkeit, dass sie selbst diejenigen waren, welche die Investitur, also die Amtseinsetzung dieser Bischöfe vornahmen. Das schmeckte den Päpsten nicht. Es waren ihre Bischöfe, also sollte Rom dafür verantwortlich sein, sie auszuwählen. Denn wer die Bischöfe kontrollierte, kontrollierte das Bistum. Eine Einigung wurde erst mühsam und langwierig erzielt. Und seien wir mal ehrlich, das Tauziehen um die Bistümer hatte in den darauffolgenden Jahrhunderten nie richtig aufgehört. Der berühmte französische Historiker Jacques Le Goff schreibt über diese Jahrzehnte: Die politischen Kräfte, denen der Bevölkerungszuwachs, der wirtschaftliche Aufschwung und die Unterstützung herrschender oder aufsteigender sozialer Gruppen zugutekommen, streben nicht alle in die gleiche Richtung. Die Zeit von der Mitte des 11. bis zum Ende des 12. Jahrhunderts stellt sich auf politischer Ebene vor allem als ein Feld gegeneinander streitender Kräfte dar, deren Zukunftsaussichten nicht klar ersichtlich sind. Der allgemeine Aufschwung, der die westliche Christenheit belebt, scheint die Einheit zu begünstigen und die beiden Hauptmächte, welche diese Einheit symbolisieren, nehmen tatsächlich den Vordergrund der politischen Szene ein, Kaiser und Papst. Gemeinsame militärische Unternehmungen, die Kreuzzüge vom Papsttum angeregt, scheinen alle Stände, alle christlichen Fürsten zu erfassen. Sogar die Wikinger verwandeln sich in Kreuzfahrer. Klöster wurden gestiftet. Von wem? Von vermögenden und einflussreichen Aristokraten. Somit vor allem von Fürsten, Königen und Herzögen. Viele von ihnen taten dies in der Erwartung, sich dort eines Tages niederzulassen, sozusagen als eine Art Rentner. Somit war so ein Kloster nicht immer nach den Regeln des heiligen Benedikt gestaltet, sondern besaß Eigenschaften und strukturelle Aspekte, die zugunsten der betreffenden Adelsfamilien und deren Politik ausgerichtet waren. Wilhelm I. von Aquitanien war der Gründer von Cluny und gilt seitdem als der erste Klosterstifter, der auf seinen Einfluss über das Kloster verzichtet. Cluny steht somit unmittelbar unter der Ägide des Papstes. Das schafft natürlich einen interessanten Präzedenz. Die Situation in Cluny setzt auch Zeichen bezüglich der Investitur. Mit anderen Worten, die Gemeinschaft der Mönche sitzt gemeinsam und berät darüber, wer zum Beispiel der nächste Abt im Stift wird. In der unmittelbaren Frage der Investitur blieb Cluny zwar parteilos, doch das Kloster stand der Korruption in der Kirche, also bezüglich der Simonie und der Nichteinhaltung des Zölibats, deutlich auf der Seite der Reformpäpste wie Gregor VII. Diesen Sachverhalt nennt man heute die cluniazensische Reform. Man muss an dieser Stelle eins berücksichtigen. Es gab im 10. Jahrhundert eine eher umgekehrte Tendenz, verstärkt gerade von den sächsischen Ottonenkaisern, welche einerseits die Klostergründungen nicht nur politisiert haben, sondern auch verstärkt als strategische Figuren auf einem geopolitischen Brettspiel eingesetzt haben. Die ottonischen Klöster waren auch schon mal prunkvolle Meilensteine in einem territorialen Politspiel und sie waren beliebte Herbergen für die Könige und ihre Familien. Das hatte aber häufig den Nachteil, dass, sagen wir mal, die Personalqualität solcher Bischöfe und Äbte, aber auch gewöhnlicher Mönche zu wünschen übrig ließ. Zumindest lautete so der häufige Vorwurf, dass es dem Klerus unter den Ottonen an Frömmigkeit mangele. Ohnehin ist dies ein zentrales Thema des 11. Jahrhunderts. In den vorangegangenen Jahrhunderten galten Mönche und Klöster häufig als die Macher, die auch mal die Ärmel hochkrempelten und in das weltliche Geschehen in Dörfern und Städten eingegriffen haben. Und das hatte auch seine Bewandtnis, denn Klöster waren Sammelbecken des Wissens und in jenen Jahren war dieses Wissen gefragt, um eine Infrastruktur anzulegen, um Bewässerungskanäle zu bauen, um Gebäude zu errichten. Sehr oft spielten die Äbte und ihre Mönche hierbei eine unmittelbare und positive Rolle.
Doch gerade auf der untersten und alltäglichen Ebene führte der gängige Umgang zwischen Mönchen und gewöhnlichen Menschen zu einer mangelnden Bußfertigkeit, zu einem Schwund von Frömmigkeit und Keuschheit. Das Gestalten einer Gemeinde, wie auch die eine oder andere Lebensfreude, traten also zunehmend in den Vordergrund dieser Priester. Während Frömmigkeit und Keuschheit und all diese benediktinischen Tugenden zunehmend dahin schwanden. Nun könnte man natürlich sagen, das ist auch gut so, wer braucht schon Keuschheit. Das Problem ist nur, dass die großen Wellen hierbei nicht unbedingt in irgendeiner Dorfgemeinde geschlagen wurden, wo ein paar Mönche vielleicht gerne mal am Ende des Tages mit den Einheimischen gefeiert und gezecht haben. Nein, die großen Wellen wurden hier auf der Ebene der Stifte und Bischofsstühle geschlagen, dort, wo sich die Macht abspielte. Stichwort Simonie. Also die Kommerzialisierung eigentlich heiliger Ämter. Der Verkauf von einflussreichen und hochstehenden kirchlichen Ämtern war natürlich ein Rezept für regelrechte Korruptionsdesaster. Und das Zölibat war schon immer ein biologischer Dorn in der Seite der Kirche gewesen. Auch hier ist sozusagen der kleine Dorfmönch, der mal gerne über die Stränge schlug, nicht so sehr das Problem, sondern der betuchte und mächtige Bischof, bekannt für sein vielseitiges Konkubinat und eine unüberschaubare Reihe aus namenlosen Bastarden. Das Zölibat war gerade erst offizielle Regel geworden, in 1022 von Benedikt VIII. Auf der Synode von Pavia erklärt und von Kaiser Heinrich II. Mitgetragen. Doch die Einführung solcher Regeln nördlich der Alpen gestaltete sich mehr als schwierig und die römischen Bischöfe getrauten sich oft nicht, gegen diesen bürokratischen Widerstand des germanischen Klerus anzukämpfen. Zu mächtig waren die einzelnen Kirchenfürsten, aber auch eingeschworene Gruppen aus Mönchen. Viele von ihnen saßen auf ihrem Sitz durch die Gunst eines Adligen, im Falle von Bischöfen durch die Gunst des Fürsten oder Königs. Und die Simonie machte auch vor der höchsten Investitur nicht Halt. Das Einsetzen von Bischöfen war also eine Sache des Königs, der sich hierbei auch mal gerne käuflich erwies. Sprich, wer genug Cash hatte, durfte Bischof werden. Ein solcher Bischof konnte ein flatterhaftes Leben führen und fühlte sich letztendlich dem rechenschaftspflichtig, der ihm das Amt verkauft hatte, und manchmal nicht mal das. Doch sicherlich machte man sich nördlich der Alpen nur wenig aus den Rügen und den Verboten, die da per Brief und Bote aus Rom kamen. Nun ist es natürlich nicht so, dass plötzlich in den 50er Jahren des 11. Jahrhunderts jemand die gewitzte Idee hatte, Ämter für bare Münze zu verklickern. Dieses Phänomen ist schon immer da gewesen und hatte Europa schon seit der Zeit der Cäsaren nie wirklich verlassen. Aber mit der Korruption ist es doch häufig so, dass sie nie bei ihrem Auftreten bekämpft wird, sondern erst viel später, wenn sie beginnt, überhand zu nehmen. Eine gewisse Akzeptanz für Simonie wird es also schon immer gegeben haben. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Heinrich III., also der Vater von Heinrich IV., sich schon auf der Synode von Sutri in 1046 für ein härteres Durchgreifen der Kirche gegen die Simonie, also gegen den Ausverkauf der Ämter, ausgesprochen hatte. Und das ist amüsant, gemessen daran, dass er bei der Einsetzung von Bischöfen selbst manch ein Entgelt angenommen hatte. Doch diese Scheinheiligkeit ist vor allem dadurch bedingt, dass ein solcher Kaiser die unmittelbaren Geldtransfers mit einem zukünftigen Bischof nicht als Simonie angesehen hatte. Eine finanzierte Investitur galt einem solchen Kaiser nicht als Simonie, nur der Kauf der niedrigen Ämter. Die Fähigkeit des Menschen, sich moralische Themen zurecht zu rationalisieren, ist stets grenzenlos, nicht wahr? Doch sind wir heute so sehr anders? Leben wir nicht in einer Welt, in der der Steuerhinterzug eines vermögenden, mächtigen Unternehmers zumeist stillschweigend hingenommen wird, während die Finanzämter sich unentwegt auf einer fieberhaften Jagd nach kleinen Fischen befinden, also nach Leuten, die hier und da ein paar hundert Euro versäumt haben? Wie es in einem Text von Dead Can Dance heißt, weil ein armer Kerl gestohlen hat ein Ei, sein Leib nun in der Sonne baumelt, während ein anderer kam davon mit tausenden Verbrechen. In Deutschland sind diese Jahrzehnte gezeichnet von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Heinrich III. Kämpft schließlich auch gegen die Armeen seines Sohnes, des späteren Heinrich IV. Doch auch Heinrich IV. Ist am Vorabend des ersten Kreuzzugs dabei, deutsche Ländereien zu befrieden. Was ein Euphemismus für eine teils ungerechte und teils unnötige Kriegsführung ist, die einige der größten Massaker des 11. Jahrhunderts nach sich zog. Und auch der Ausdruck Befrieden oder Bürgerkrieg ist hier mit Vorsicht zu genießen, denn eine deutsche Homogenität im Sinne eines Volkes gab es damals freilich nicht. Und so galt Heinrichs Werdegang mehr Game of Thrones. Der deutsche Monarch verfolgte eine interessante Strategie, die darin bestand, ein immer dichteres Machtnetzwerk aus treuen und vertrauten Funktionären aufzubauen und zu straffen.
Hierzu neigte er dazu, Menschen, die er als talentiert und fähig einstufte, die aber keinen Titel besaßen, mit seiner königlichen Macht zu erheben und sie damit in Konkurrenz zu stellen mit all jenen Leuten, die ihm zu oft vorher auf die Nerven gegangen waren. Die Rede ist von gehobenem Adel, von lokalen Anführern und Landesherren. Es ist nicht zu übersehen, dass es im 9. und 10. Jahrhundert Bestrebungen der Aristokratie gab, größere Autarkie und größere Mitspracherechte zu haben. Ein König konnte nicht mehr wie die Könige der alten Tage, die Merowinger und die Langobarden, einfach nur mit eiserner Faust regieren. Dies sind die Geburtsjahrzehnte der europäischen Mittelalterpolitik. Heinrichs Methode, gerade nicht adelige oder niedrigadelige Menschen in neuralgisch wichtige Ämter einzusetzen, stieß also der etablierten Erbaristokratie sehr auf. Sie fühlten sich von den Parvenus bedroht und nannten sie Vilissimus Homines, die Wertlosen, die dahergekommenen Leute. Das alles nur am Rande, um ein Gefühl für das 11. Jahrhundert zu erschaffen. Es wird häufig gesagt, dass sich die Kirche im 11. Jahrhundert in einer Krise der Korruption befunden hatte, was sich in allerlei Feindschaften zwischen Kaiser und Papst entlud. Nun, das mag nicht gänzlich falsch sein, doch es zeigt sich vielmehr, dass gerade in diesen Jahren eine eindeutige Gestaltung der Kirche und des kirchlichen, aber auch politischen Alltags vorgenommen worden ist. Die ganz großen kirchlichen Krisen lagen an dieser Stelle bereits 180 Jahre in der Vergangenheit, am Anfang des 10. Jahrhunderts, in jenen Jahren, die man heute als Pornokratie bezeichnet. Der Reformbedarf der Kirche war natürlich unbestritten. Doch der Weg dahin wurde in Synoden, Gesprächen und in Korrespondenz ausgetragen und eher selten an der Spitze von Armeen. Mit Ausnahmen, auf die wir noch kommen werden. Wer sich übrigens für mehr Details bezüglich des Investiturstreits im 11. Jahrhundert interessiert, der kann sich die entsprechende Videoreihe von Latiniculus anschauen. Der Link zu seinem Kanal befindet sich unten in der Beschreibung. All das hat einen indirekten Bezug zu unserer Kreuzzugsgeschichte. Denn hier liegt die Antwort auf eine Frage, die ich mir sogleich gestellt hatte. Weshalb war der erste Kreuzzug, der heute vereinfacht als diese europäische Idee oder europäische Bewegung bezeichnet wird, in Wirklichkeit eine beinahe exklusiv französisch-normannische Operation? Weshalb waren die mächtigen Deutschen für so lange Zeit an den Kreuzzügen gänzlich unbeteiligt? Und Deutsche meint hier erneut in vereinfachter Weise Heinrich und seine getreuen Edelleute nördlich der Alpen. Die Antwort liegt beim Investiturstreit selbst. König Heinrich mag zwar in Canossa vor dem Papst im Schnee gekniet haben, um so den lästigen Bann der Exkommunikation aufzuheben, doch die Buße vom Januar 1077 hatte keinen langen Bestand. Zwar hob nur 3 Tage später der Papst den Bann auf, und zwar nach langen Zureden durch die einflussreiche Markgräfin Mathilde von Tuscien, doch in die Arme sind sich König und Papst nicht gefallen. Ein Versöhnungsmahl hatte stattgefunden, in frostiger Atmosphäre, wie ein Chronist berichtet. Als dann in Deutschland der Konflikt zwischen Heinrich und Rudolf von Schwaben ausgebrochen war, stellte sich der Papst auf die Seite des Rebellen Rudolf. Die Exkommunikation von 1077 hatte ja funktioniert, denn sie führte dazu, dass Heinrich massiv Anhänger verloren hatte, da sich viele gescheut haben, einen exkommunizierten Herrscher zu folgen. Doch nun, 3 Jahre später, in 1080, verhängt Gregor erneut die Exkommunikation über den König. Doch diesmal ist der Effekt bei den Deutschen genau der umgekehrte. Sie sehen in dieser Handlung einen rein politischen Schachzug, um Rudolf von Schwaben zu begünstigen. Dieser Papst muss also ein falscher Papst sein, der nicht auf dem Stuhl Petri sitzen sollte. Der Bann stärkt dem König also den Rücken in der eigenen Bevölkerung, die darin ein Unrecht sieht, dass der Heinrich aus Rom widerfahren ist. Dies markiert den Beginn der Italienfeldzüge des Salierkönigs Heinrich, die schließlich mit der Einnahme des Vatikans enden, den man damals allerdings noch Leostadt nannte, benannt nach Papst Leo IV. Gregor floh in die berühmte Engelsburg, wo er sich verbarrikadiert hatte. Heinrich beließ ihn dort, denn er fand, dass der entehrte Papst dort gut aufgehoben war. Die Festung galt zwar als uneinnehmbar, doch sie war zugleich ein Gefängnis. So konnte Gregor von der Terrasse der Engelsburg die Feierlichkeiten zur Einsetzung eines neuen Papstes beobachten. Bischof Wibert von Ravenna, den Heinrich schon länger als seinen Favorit handhabte, wurde nun offiziell zum Papst erklärt mit dem Namen Clemens III. Nun gab es auch keine Zeit zu verlieren. Clemens III. Krönte nur einen Tag später Heinrich endlich zum Kaiser und seine Gemahlin Bertha von Turin zur Kaiserin. Hierbei war Eile geboten, denn Tage zuvor hatte der nun eingesperrte Papst Gregor Boten nach Süditalien geschickt, um die kriegerischen Normannen zu Hilfe zu holen. Und die Normannen trafen unter Robert Giscard nur einige Tage später in Rom ein.
Heinrich IV. Packte schnell seine Kaiserkrone in den Reisekoffer und die Deutschen rückten unaufhaltsam zurück, nördlich der Alpen. Zu einer Konfrontation zwischen Heinrich und den Normannen kam es nicht. Was nun folgte, war natürlich so nicht geplant. Die Normannen waren da, die Deutschen waren aber weg und mit leeren Händen nach Hause zu gehen, daran war nicht zu denken. Robert Giscard, der mit Gregor dem VII. Eine sehr wechselhafte Vergangenheit besaß, wollte ihn wieder als Papst einsetzen. Doch Gregor war bei der römischen Bevölkerung unbeliebt und so kam es zum Widerstand. Also plünderten die Normannen kurzerhand Rom und hinterließen ein beachtliches Blutbad. Die Römer dagegen richteten anschließend ihre Wut gegen den frisch befreiten Ex-Papst Gregor, der nun von der eigenen Bevölkerung nach Salerno, der Hochburg der Normannen, flüchten musste. Hier verstarb er am 25. Mai 1085, angeblich mit den berühmt gewordenen Worten: „Ich habe die Gerechtigkeit geliebt und die Ungerechtigkeit gehasst, deshalb sterbe ich in der Verbannung.“ Die Sache mit Clemens III. Lief eine Weile nach Heinrichs Plan. Zwar musste auch Clemens zunächst vor den Normannen flüchten, doch kehrte er nach ihrem Abzug nach Rom zurück und leitete dort die Aufhebung von Heinrichs Exkommunikation ein, wie auch über die Jahre verteilt die Rückabwicklung der gregorianischen Reformen. Auf der anderen Seite pochte er dennoch auf die Beseitigung der Simonie und der Einhaltung des Zölibats, was den kaiserlichen Bischöfen im Norden wiederum nicht geschmeckt haben mag. Nun muss man berücksichtigen, dass mit der damaligen Flucht Gregors nach Salerno die gregorianischen Reformideen nicht ausgestorben waren. Gregor mochte in Rom unbeliebt gewesen sein, während Heinrichs Clemens III. Durchaus Rückhalt in der römischen Bevölkerung hatte, doch die kluniazensische Reformbewegung war in Westeuropa durchaus lebendig. So erklärte man ein Jahr nach Gregors Tod in der Verbannung den edelgeborenen Desiderius aus Benevent zum neuen Papst Viktor III. Dieser wehrte sich gegen diese Ehre mit Händen und Füßen. Ohnehin war das höchste Amt in diesen Jahrzehnten kaum begehrt und man musste während der Sedisvakanz manch einen Kardinal oder Erzbischof geradezu beknien. 40 Jahre zuvor hatte Heinrich III. Den Posten aus den Reihen der Bischöfe besetzen müssen, weil er keinen Erzbischof gefunden hatte, dem der Job als Papst attraktiv genug erschienen war. Unwillig nimmt also Desiderius die Tiara an. Doch seine Versuche, in Rom Fuß zu fassen, scheitern nach wenigen Tagen, weshalb er seinen Sitz zurück nach Monte Cassino verlegt hatte, wo er zuvor Abt gewesen war. Hier lebte er bis 1087 als Gegenpapst zu Clemens. Doch Mitte der 90er Jahre kamen die Normannen nach Rom zurück, vermutlich weil ihnen das Geld ausgegangen war. Und so musste Clemens III., Heinrichs heiliger Mann, auf dem Lateran erneut ins Exil fliehen. Er konnte danach nie wieder richtig nach Rom zurückkehren, obwohl er seinen Anspruch als Papst bis zu seinem Tode aufrechtgehalten hatte. Nach dem Ableben des Reformpapstes Viktor III. Rufen die Anhänger der kluniazensischen und gregorianischen Reformen Odo de Chatillon zum Papst auf, als Urban II., den Mann, der den ersten Kreuzzug ausrufen soll. Doch dieser Aufruf richtet sich dann eben an jene Länder und ihre Edlen, die den Reformideen der Päpste gewogen sind. Und Heinrichs Deutschland gehört da eben nicht dazu. Martin Kaufhold schreibt hierzu: „In den Jahren des Aufrufs zum ersten Kreuzzug gab es neben Papst Urban II. Seit 1088 einen weiteren Papst, den Heinrich IV. Eingesetzt hatte. In den zwei Jahren vor dem Aufruf zum Kreuzzug war zunächst Heinrichs Sohn, dann auch seine Ehefrau von ihm abgefallen und sie hatten sich Urban II. Angeschlossen. Der Widerstand in seiner Familie und unter den Fürsten kostete Heinrich schließlich seinen Thron und die Jahre des ersten Kreuzzugs waren für ihn Jahre scharfer Auseinandersetzungen mit diesen Gegnern. Daher kam der Kaiser als Kopf eines solchen Zuges kaum in Betracht. Tatsächlich lag die Leitung des Unternehmens bei Männern aus dem höheren Adel. In der Mobilisierung dieser Männer hatte das Reformpapsttum bereits einige Erfahrung. Es waren weniger die Könige als vielmehr bedeutende Adelige gewesen, die die Reform der Kirche unterstützt hatten. Und es war durchaus schlüssig, die Organisation des ersten Kreuzzugs entsprechend auszurichten. Dabei waren solche Männer natürlich nicht immer einfach im Umgang.“ Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das 11. Jahrhundert beseelt vom Konflikt zwischen zwei gesellschaftlichen Gruppen ist, den Laien und dem Klerus. Auf der einen Seite der Stand der Bellatores, der Kriegerschicht mit einem König an der Spitze, auf der anderen Seite die Oratores, der Priesterstand mit einem Papst an der Spitze. Es ist der ideologische Konflikt zwischen dem Imperium und dem Sacerdotium, dem Profanen und dem Sakralen. Und obwohl es unter der Herrschaft des deutschen Kaisers Heinrich IV. Für eine Weile so aussieht, als würde für alle Tage das Imperium dem Sacerdotium sagen, wo es lang geht,
wird doch das selbstbewusste Auftreten von Urban II. Und seine Einigung der Reformkräfte und des fränkischen Adels zum Ziel einer heiligen Mission nach Jerusalem auf indirekte Weise die Bestrebungen Heinrichs zunichte machen. Danach ist das Papsttum stärker denn je zuvor. So markiert das 11. Jahrhundert vor allem die Festigung der päpstlichen Rolle, die am Anfang des Jahrhunderts noch einen geopolitisch wenig attraktiven Posten darstellt, doch im Verlauf des Investiturstreits zunehmend zu jener Machtstelle wird, die man aus dem späteren Mittelalter kennt. Doch diese Veränderung leistet auch allen möglichen Überlegungen, Spekulationen und Verschwörungstheorien Vorschub, die sich damit beschäftigen, weshalb Urban den ersten Kreuzzug ausgerufen hatte. Und ob dies einem Geniestreich entsprach, oder dem ruchlosen Werk eines Wahnsinnigen. Und darüber sollten wir uns noch mehr unterhalten. Doch zum Abschluss nur eins. Die sozialpolitische Komplexität des Investiturstreits ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass nicht erst heute, im Zeitalter der Massenüberwachung und des unübersichtlichen Syrienkrieges, die Welt ein wenig zu vielschichtig erscheint, um simple Meinungsmache zu unterstützen. Bereits damals, vor beinahe 1000 Jahren, waren viele Menschen gefordert, Stellung zu einem Thema zu beziehen, das auf beiden Seiten viele Plusse und Minusse hatte. Damit gilt heute umso mehr, bleibe neugierig, lies Bücher und lasse dich nicht polarisieren.